Hallöchen Radsportfans und herzlich willkommen zurück in unserer Pro Cycling Karriere mit Bernardino. Der letzte Tag der Bernardino-Woche ist heute angebrochen. Ab nächster Woche gibt es dann leider für euch wieder nur noch zweimal Bernardino in der Woche, aber dieser Abschluss, der wird mit zwei wundervollen Etappen präsentiert, denn wir haben jetzt die beiden großen Hochgebirgsetappen der Dauphiné vor uns. Die letzte Etappe in der letzten Folge konnten wir ja mal wieder gewinnen und uns dadurch auf den zweiten Platz vorkämpfen. Allerdings der oben sitzt mit Alain Doyle, der ist ein sehr guter Bergfahrer. Und hier geht's mal gleich richtig los. Das dürfte der Col de Galibier sein. Ja, sieht man halt schon, ne? Weil das hier ist nämlich der Col de Telegraph. Und an diesem Profil kann man dann immer erkennen, dass das der Col de Galibier ist. So, und das ist, oh, wie heißt er nochmal? Ich komme gerade auf den Namen nicht. Col de la Croix de Fer. Ah, ja, wusste ich doch auch. So, und wo geht's dann am Ende hoch? Nach Vouyani. So, Magazin, da dürfen wir aber diesmal eigentlich dabei sein, ne? Ja, hier unten sind wir platziert. Interview mit uns gibt's nicht. Gudu ist sogar Top-Favorit. 31 im Berg und 83 im Mittelgebirge. Unter Umständen fahren wir ja mit dem zusammen in einem Team. Und das meinte ich halt mit, dass Roglic sich jetzt vielleicht hier seinen zweiten Platz wieder zurückholt. Warum auch immer Allendale so weit hier unten gewertet ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall sitzt hier noch O'Connor, der eigentlich auch viel schlechter ist wie Allendale. Vielleicht hat er eine schlechte Fitness, das weiß man nicht. Aber das sehen wir gleich. Ladies and Gentlemen, hello and welcome. Today it will be the climbers who have any chance of victory. Ja, und damit herzlich willkommen zur vorletzten Etappe der Dauphiné hier. Die erste von zwei Bergetappen. Oh, das Team sieht gut aus. Wir haben zwar jetzt 0-0er Form eingefahren, aber naja, dafür ist das Team gut drauf. Ich denke mal, ich werde mir die Beschützer genauso nehmen wie bei den Etappen zuvor. Also, kurz aber mal checken. Ja, Iribar ist definitiv besser am Berg wie Bu. Ja, Biscara sowieso der Beste. Ah, Martin ist auch nicht so schlecht. Dann gönne ich mir für Bernard den Bu. Oder doch lieber Martin? Weil Soto können wir wahrscheinlich gar nicht gebrauchen, den nur zum Wasser holen, jetzt auf den letzten beiden Etappen. Nee, passt auf, dann nehme ich hier den Martin für Bernard. Kannst du hier schon mal auf 85 und beschütze den Biscara. Und der Asparin. Da unten ist er. Beschützt mir nochmal den Iriba. Dann haben wir die alle eingestellt. Irgendwer schon vorne? Nee. Die hängen alle massig zurück. So, auf geht's. So. Also es besteht hier eine Chance, bis auf das Bergtrikot, denke ich mal, alle Trikots mitzunehmen, aber das wird sehr hart. Dann müssen wir jetzt die beiden Etappen gewinnen, um halt am Sprintertrikot ranzukommen. So, Bernard sitzt hinter Edendol, also hinterm gelben Trikot. Das passt mir rein in die Action. Sind das hier vier? Ja, sieht aus wie vier. Dann werden die noch von einigen verfolgt. Es gibt auch schon vier Grüppchen. Gehen wir mal in die andere Action Cam. Was versuchen auf jeden Fall noch welche. Puls ist so im gelben Bereich. 14 sind jetzt schon weg. Und da es den Col de Galibier hochgeht, der Anstieg ist jetzt nicht gerade so super steil, aber er ist halt unheimlich lang und er geht auch auf sehr viele Höhenkilometer. Höhenmeter natürlich. Attack by Kemner. So, jetzt wurden auf jeden Fall wieder welche eingefangen. Oh, der krasse Anstieg geht gleich los, der Puls ist immer noch hoch, also kann ich die Jungs noch nicht nach vorne holen. Naja, da sieht man schon, wie steil es wird. Ich denke mal, die wollen hier auf jeden Fall E3 noch einfangen. Das haben sie jetzt auch getan. Ja,
noch geht der Puls nicht so wirklich runter. Naja, doch so ganz langsam. Ich kann jetzt auch ganz schlecht an dem Anstieg die Jungs nach vorne holen. Da würde ich sagen, ich cut euch jetzt den Galibier raus und den Col de la Croix de Fer. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Hat mir wieder der Kommentator dazwischen gefunkt. Den Col de la Croix de Fer, den gebe ich euch dann komplett. So, Leute. Da nehme ich euch wieder mit rein. Wir gehen jetzt gerade in den Col de la Croix de Fer rein. Acceleration by O'Connor. Mehrere Angriffe hier. Oh, O'Connor. Kenner. Aber auch richtig gute Leute unterwegs. Oh, Rodriguez führt hier. Irgendwie ist hier ziemliche Ruhe. Okay, jetzt wird wieder angezogen. Sonst hätte ich selber gemacht. Aber Ino leidet jetzt schon am Roten. Das ist ja übel, ey, da. Oh, Alter, als wenn er von irgendjemandem aufgehalten wurde. Das ist die Frage, ob wir das überhaupt durchhalten. Wir haben jetzt gleich nur noch Hälfte rot. Jetzt haben wir den ersten der drei Anstiege quasi hinter uns. Hoffen wir mal ein bisschen rot wieder zu bekommen. Ja, ein bisschen nochmal zurückgekriegt. Geht auch zum Glück immer noch ein bisschen bergab. Uns Movistar ein bisschen aufgehalten. Kommt schon wieder der nächste Movistar, der kuscheln möchte. Und noch ein Movistar. Ah, im Moment geht's noch. Jetzt der zweite Anstieg ist auch ein bisschen länger wie der erste. Na, die lassen ja aber auch alle richtig den Kopf hängen. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Ja, Movistar hat sich hier komplett kaputt gefahren. Vier Fahrer, die hier den Kopf hängen lassen. Und ich wette, sie blocken niemanden außer Ino. Ja, diesmal war doch ein bisschen mehr wie Hälfte rot. So, an O'Connor und Bagu und so sind wir gleich wieder dran. So, Asparena hat's hinter sich. Dankeschön für deine Hilfe. Boah, jetzt wird hier stehen geblieben. Er hat den Movistar noch einen mitgegeben. Oh, Ino krapselt so langsam nach vorne. Etwas über 2 Minuten zu den beiden vorne. Sieht aber so aus, als wenn hier niemand mehr richtig führt. Was willst du hier? Sieh zu, dass du wegkommst. Der mich hier geblockt hat, oder? So, jetzt haben wir den zweiten der drei Anstiege des Col de la Croix de Fer hinter uns. Jetzt der dritte wird zumindest am Anfang ein bisschen leichter und dann zum Ende hin wird er immer schwerer. Die da vorne, die bauen den Abstand aus. Der Puls ist auch recht niedrig. Ich glaube, ich mache jetzt hier mal was. Die beiden mal in Gruppe 2. Dann kannst du aufhören mit dem Beschützen. Zumindest mal so. Gucken wir mal, wie es mit 75 aussieht. Ja, unser Beschützer kann erstmal so bleiben. So, Biscara geht nach vorne. Oh, das sieht ganz gut aus. In den ersten 4 Sekunden haben wir den abgenommen. Aber mehr ist auch so anscheinend mit 75. Aber doch, jetzt geht es noch ein bisschen weiter runter. Das sind die ganzen Helfer von Edendol.
Das ist Boo, ne? Ey, Boo, mach dich mal ein bisschen weg hier. Das ist mir hier zu heiß, dass du irgendwie Bernard blockst. So, wir sind immer noch in dem etwas leichteren Teil. Der richtig schwere Teil fängt gleich erst an. Und da der Abstand immer kleiner wird, komm, macht mal 72. Jo, da klingt sich dann sogar einer von Edendol wieder mit ein. Ja, Melier, ist das nicht ein Sprinter? Ja. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody. Ja, wahrscheinlich auch nicht mehr lange mitmachen, oder? The riders are going through a very tough portion with percentages above 10%. So, jetzt sind wir in dem richtig schweren Teil. Der hier macht mir ein bisschen Sorgen, weil der vor mir fährt und relativ dick ist. Ja, Martin kann auch gleich nicht mehr. Da kommen Angriffe. Das ist doch Godu gewesen, oder? Attack by David Godu. Oh Mann. Den kann ich natürlich mit den beiden Fahrern nicht einholen. 54 noch in der Gruppe. Jetzt ist Martin auch am Ende. Dankeschön. Iribar wird auch auf keinen Fall mehr rankommen. Guck mal, ob du noch ein bisschen Ino beschützen kannst. Wachs mal über dich hinaus hier. Aber das war's für ihn. Der ist auch fertig. Dir auch nochmal besten Dank. So, ihr drei könnt schon für euch alleine fahren. Oh, Rote geht runter bei Bernard und Gelb ist auch nicht mehr viel da. Mal gut, dass gleich eine sehr, sehr lange Abfahrt kommt. Ah, der kann auch nicht mehr. Versuch dich mal trotzdem vorne zu halten. Kannst du mir auf der Abfahrt nochmal für Bernard ein bisschen Wasser holen. So, jetzt gehst du in die Beschützung und holst Wasser. Und ihr beiden fahrt. Also Bernard hat es zwar geschafft, aber kaum noch. Gelb, Rot kommt natürlich jetzt wieder zurück. Ist das Godu? Ja, Godu sitzt direkt vor uns. Mit Godu sind wir 22 hier in der Gruppe. Ja, der wurde auch wieder eingefangen. Oh nein, ist das Rockle. Alter, wie die auch immer gleich bremsen, Alter, dass sie so stehen bleiben, ey. Nee. Ich mach doch nicht. Weil. Edendol greift an, ne? Dann ziehst du an. Oder führt Edendol? Nee, Edendol scheint selber zu führen. Ino, dranbleiben, dranbleiben. Roglic ist mit Rodriguez unterwegs. Ja, da führen auch andere. Bewach Ino. Naja, da müssen die anderen Teams eigentlich wieder ranfahren. Da haben wir sie doch auch schon wieder. Oh, Alter. Ah, wieder so ein Gegenanstieg. Scheint es aber diesmal zumindest keiner zu versuchen. Doch, jetzt gehen sie wieder. Und Edendol ist diesmal mit dabei. Primus Roglic is off. So, du machst jetzt mal richtig Power hier. Denn noch geht's gleich bergab. Watch out! Die ganzen Top-Favoriten sind 20 Sekunden weg. Ah, es führen noch welche andere mit.
Der ist halt leider in der Abfahrt scheiße, der Biscara. So, aber jetzt geht's steil bergab. Mach mal ruhig voll Power. Noch hat er gelb. So, ganz kurz einen Stopp, denn da hängt sich jetzt Ino schon mal ran. Da haben wir sie eingefangen, aber warte mal, stopp. Du machst es gar nichts mehr. Tisch. 89. Schade, dass er nicht direkt an ihm dran gehangen hat. Fuseln doch schon mal am besten rein. So wenig Power wie nur möglich. We're into the last 5 kilometers. Letzten 5. Das ist Keldermann hier vorne, also ist das Roglic. Fällt Ino vielleicht ein bisschen zurück, aber ich denke mal nicht so schlimm. Da kommen Angriffe. Ein bisschen mehr Power. 87. Attack by Mikel Landa. Noch sind sie nicht so weit weg. Ein bisschen Rot haben wir noch. Komm, den rein hier. Und selbst angreifen. Ah, oh, bleibt irgendwer dran, ey. Good you. Und Roglic natürlich auch. Keine Chance, da dran zu bleiben. Können wir hier den dritten einfahren? Wo ist denn hier der andere, der in der Gruppe ist? Ja, konnten wir wenigstens einen dritten machen. Gegenüber Edendoll müssten wir ein bisschen was gut gemacht haben, aber ich denke mal, Roglic hat sich jetzt wieder an uns vorbeigeschoben. Wo ist denn Edendoll? Ist er schon drin? Bin ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich kann ihn hier irgendwie nicht sehen. Da kommt Edendoll erst. Okay, also dem haben wir mal 2,5 Minuten abgenommen. Und zieht euch jetzt mal rein. Manche kommen jetzt erst über den Col de la Croix de Fer rüber. Wir sind hier schon im Ziel. Also ich denke mal, ne, die beiden werden auf jeden Fall eine Lücke zu Ino haben und dadurch wird Roglic jetzt im gelben Trikot sein. Wir sind, denke ich mal, weiter auf dem zweiten, weil wir ja nicht weit zurück waren. Oh, Alter, ey, hätten wir hier plus 3 Form oder so gehabt, dann hätten wir hier wieder gewonnen. Jetzt gehen die letzten in den Schlussanstieg. Oh, was für Nachzügler hier. Ja, und damit wird wahrscheinlich auch das Sprinter-Trikot nicht mehr drin sein. Ja, ja, die beiden werden eine Lücke zu Bernard haben. Ich vielleicht noch eine Lücke zu ihm. Das müsste Goudou sein, so ist es auch. Zieht hier noch easy an Roglic vorbei und dann schauen wir auf die Ergebnisse. Ja, 7 Sekunden haben sie uns da abgenommen. Wir haben dann wieder 8 Sekunden und wie gesagt, ich glaube, wir sind jetzt Zweiter. Nein! Oh, zieht euch das rein! Wir sind mit einer Sekunde ganz vorne und tragen im Moment das gelbe Trikot. Müssen es eigentlich nur noch die letzte Etappe verteidigen. Bei den Punkten, Deli, der hat sich hier nochmal ein paar Punkte beim Zwischensprint geholt, die 4, glaube ich, ja.
Da kommen wir nicht mehr ran. Das sind 29 Punkte. So viele gibt es für einen Sieg bei einer Bergetappe nicht. Bergtrikot 12 zurück. Naja, Jungprofi-Trikot haben wir natürlich auch, wenn wir für in der Gesamtwertung sind. Und da knallt der Manager 22 Punkte raus. Das ist schon mal sehr schön. Und jetzt gehen wir in die letzte Etappe der Dauphiné. Das wäre natürlich zu nice, wenn wir hier bei unserer ersten Teilnahme die Dauphiné gewinnen könnten. Wenn jetzt natürlich am Anfang irgendwelche Sprints oder so sind, dann sollten wir vielleicht versuchen, uns die zu holen. Aber nee, Sprint kommt erst hier und alte Scheiße, ist das ein Brett hier zum Schluss. Das Plateau de Soleil. Also hier nach oben hin ist es schon recht steil, aber deutlich flacher wie hier unten. Also es geht hier richtig brutal nach oben gleich am Anfang. Dann haben wir an Kategorie 1 mit dem Col de Plein Palais, Col de l'Echance noch mit drin und Col de la Colombière müssen wir auch noch hoch. Wobei aber, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Anstieg von der Seite ist nicht ganz so hart wie der von der anderen Seite. So, hier mal das Magazin. Ja, ungefähr genauso gewertet wie beim letzten Mal. Leider ist Roglic hier Topfavorit. Es deutet meistens darauf hin, dass er eine gute Form hat. Aber das sehen wir gleich. Hello to one and all. Well, today we're in for a great mountain stage. The riders are off onto their first uphill section. Ja, und damit herzlich willkommen zur Abschlussetappe der Dauphiné. Nochmal eine wunderschöne Bergetappe hier für uns. Und wir haben plus zwei eingefahren. Das ist ja super. Ja, aber jetzt ist schon wieder scheiße. Es hat geklingelt. Ich muss an die Tür, ey. Ich cut euch das hier mal kurz raus. Bis gleich. Und da ist er wieder. Ich habe auch schon alles eingestellt. Das heißt, wir können direkt loslegen. War mal wieder ein Paketdienst. Oh, Piscara sitzt nicht schlecht. Den fahre ich auch gleich ein bisschen weiter vor, solange wie es hier noch langsam ist. Die anderen sitzen zu weit hinten, das habe ich mir schon angeguckt. Oh boy, they're attacking a long way from home. Na, Ino ist mir auch ein bisschen zu weit vorne. And he sprints away in attack. Stopp. Das heißt, Keldermann, die Angriffe gehen munter weiter und ich denke mal, da können wir rein in die Action gehen. Da sind vier unterwegs. Ja, nächsten Angriffe gehen ab. Es haben jetzt hier auch schon andere Teams übernommen. Bu fällt immer weiter zurück. Attack from a rider. Naja, wenn die hinterherfahren wollen, dann sollen sie das erstmal machen. Die Angriffe gehen aber trotzdem munter weiter. That's more than 2 minutes separating them. The breakaway vorne, is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Fällt jetzt aber schon wieder zurück. Dann bleibst du erstmal da, wo du jetzt bist. Naja, er fährt schon wieder nach vorne. Der Puls ist recht hoch. Ich weiß jetzt nicht, ob sie die noch verfolgen, weil der Abstand wird trotzdem größer. Kann natürlich sein, der Anstieg ist relativ steil, der gleich hier der erste. Dass das mit dem hohen Puls daran liegt. Lala. Tja, da der Plus hier hochführt, komm Bu, dann kommst du mal ein bisschen weiter zurück. Ja, da sitzt Roglic. Im Moment auf jeden Fall unser schärfster Konkurrent. Und da kommt Iribar nach vorne. Nö. Zack. Stück zurück. Ah, ich glaube, die fahren schon Tempo. Sonst wäre der Puls nicht so hoch. Kann ich mir nicht vorstellen. There's an attack in the leading group. Some riders were not giving it their all in sharing the pace. So, dann ist die erste Bergwertung auch gelaufen. Dann würde ich sagen, ich cut euch das hier raus und am zweiten Teil des Anstiegs zum Col de la Colombière nehmen wir euch dann wieder mit rein. So Leute, da nehme ich euch wieder mit rein. Den ersten Teil des Col de la Colombière haben wir geschafft. Irgendwelche Momente immer Glück, wenn ich was sage, sagt doch der Kommentator was. Und gehen jetzt rein in den zweiten. Ich habe schon mal zwei von mir reingegeben. Da der Abstand bei über 5 Minuten liegt.
Ich habe auch vorne mal durchgeguckt, also wenn mir keiner entgangen ist, ist Kemna der Bestplatzierte mit etwas über 4 Minuten Rückstand. We're into the last third of the race. We'll soon know the final outcome. Ein Grund natürlich, warum meine da schon am Bolzen sind. Allerdings ist er jetzt schon gleich bei 5,5 Minuten. Nun gut, wir werden am letzten Anstieg vielleicht noch ordentlich was gut machen können. Aber ich denke mal, die beiden müssen ein bisschen mehr Power. Komm, mach mal 82 hier. Na, Inu ist gut platziert, weil das Feld wird, denke ich mal, auseinanderreißen. Sobald wir oben sind. Jetzt etwas unter 8 Kilometer noch, bis wir den Berg geschafft haben. Ja, kann ich wahrscheinlich auch mehr wie 82 bei den beiden da vorne nicht machen. Vielleicht hätte man nicht 18 Leute weggehen lassen sollen, sondern ein bisschen hinterher führen, aber naja, da es gleich mit so einem Anstieg losging und ich ja noch ein Continental-Team bin, habe ich mir das erstmal gespart. Ja, das schaffen die Van überhaupt gerade so mit 82. Nach ganz vorne ist es ein bisschen weniger geworden. Aber jetzt ist zumindest wird der Kemner dann... Okay, es wird nur noch bis E3 angezeigt. Aber Kemner wird noch davor sitzen. So, jetzt sieht sie nochmal richtig steil am Ende. Several riders are in trouble. Ja, 85. Auch wenn der eine schon völlig fertig ist. Aha, da kommen die ersten aus der Ausreißergruppe. Da geht Plapp auch an uns vorbei. Soll uns recht sein. Na, jetzt hier oben auf der Kuppe. Zack, Wasser holen. We're into the downhill section. The riders can take a breather, but they can't let their guard drop. Der mitgeführt hat, der ist sogar aus der Gruppe gefallen. Oh, Buh, gestürzt. Der hatte jetzt gerade vorne geführt. David Goddard has fallen. Und Goddard ist auch gestürzt. Roglic gestürzt. Allen Doyle, glaube ich, auch. Ich meine, ey, ich gewinne jetzt, wenn, dann nicht durch diesen Sturz, weil das ist jetzt hier die Abfahrt vorm Schlussanstieg und wir haben unheimlich Rückstand nach vorne. Ich werde jetzt Power machen müssen. Da bleibt mir gar nichts anderes übrig. Ihr geht mit rein. So, der war auch gestürzt. Dann hast du es auch hinter dich. Unser Wasser ist aber gleich da. Der muss sich nochmal selber Wasser holen. Weiter. Der eine konnte in der Gruppe bleiben, der Bü. Oh, unser Wasser wäre beinahe abgehängt worden. So. Da sind alles recht gute Fahrer. Fahren nur 12 Sekunden vor uns. 10. Komm, die müssen wir mal kurz einfangen. Ich glaube nämlich, wenn wir die haben, können wir wieder ein bisschen langsamer machen, ey. So, die haben wir, ey. Ab auf 85 runter. So, Ino ist auch wieder voll. Wasser ist allerdings immer noch nicht da. Selbst Soto ist hier noch mit dabei. Achso, der bringt ja auch das Wasser. The gap is widening. It's now over 2 minutes. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Oh, noch 3 Minuten. Sogar knapp drüber. Oh, nicht, dass hier gleich irgendwie reißt. There are just 15 kilometers left. Da machen wir ganz kurz Stopp.
Soto auch raus. Iribar, jetzt noch mal ganz kurz zurück zu Bernard. Und du führst jetzt hier noch mal mit. Du hast nämlich noch ein bisschen Power, ja? Ein bisschen ist es noch. Ah, der muss hier weg. Tisch, bam. Ja, Iribar bewacht auf jeden Fall Bernard noch ein bisschen. What goes up must come down, but they better make sure they don't fall. Warren Bogwell goes on to the attack. Ja, es muss ganz vorne sein. The pack is reducing the advantage with every turn. Scheint wieder hier zu sein. So, und da es jetzt in den Anstieg geht und er hier gleich am Anfang ziemlich steil ist, checken wir kurz die Lage. Vorne sind Brenner und Bargul und Ulissi. 27 Minuten zurück, über 10 Minuten fast 11, 6 Minuten zurück. Ja, Kemner ist hier der Beste. Die beiden sind auch keine Gefahr. Also Kemner mit seinen 4,27, aber der ist halt auch schon zurückgefallen. Der ist unter Umständen fertig. So, knapp 10 Kilometer Anstieg. Da hat schon so ein bisschen der Rote angefangen wegzugehen. Kurz mal ein bisschen umgucken hier. Da ist O'Connor. Roglic ist hier. Wo haben wir denn Elendol? Merlier ist eigentlich, glaube ich, ein Helfer von Elendol. Kann ich jetzt hier auf jeden Fall im Moment nicht finden. Ich würde jetzt ungern mich daran hängen. Ich fahre lieber einen Punkt. So, Iribar, Dankeschön. Die beiden würde ich gerne mal ein bisschen langsamer fahren lassen. Kann ich mich wahrscheinlich Ino auch langsamer machen. The riders are entering the last 10 kilometers of the stage. This climb features some dreadful percentages. So, ich glaube, er kann sich hier ranhängen. Mal ein anderes Grüppchen. Warte mal! Da geht Attack at the front. He could go all the way. Immer noch 9,7 Kilometer für uns. Du kannst sowieso nicht mehr. Fahr du mal mit 85 weiter. Gib dir nochmal den hier. David Goddard ist auf dem dritten. Kann aber auch schon nicht mehr, oder? Ja, noch geht es für Bernard. Und da haben wir Goddard wieder. So, jetzt hier nochmal checken. Oh la la, wir sind 3 Minuten hinter. Es ist schon ganz schön viel. Den schlimmen Teil, den haben wir gleich hinter uns. Ich glaube, dann hänge ich mich mit Bernard erstmal wieder nur ran. Was weiß ich, ey, bis dieser Martin fertig ist. Oh, da muss Benno aus dem Sattel, das ist ganz schlecht. Falling behind! A team leader is falling behind! Letzten 7? Goddard sitzt hier auch noch. So, und Martin ist jetzt fertig. Ich weiß nicht, ob ich einen Angriff machen soll.
Das ist mir eigentlich noch ein bisschen zu weit. Aber ich versuch's, glaube ich, mal. Warum halt auch nicht, ne? Wer sitzt denn noch alles hier? Das da dürfte Roglic sein, oder? Ich guck mal zur anderen Seite. Nee, Roglic kommt erst da. Ah, Elendon ist wieder hier. Gucken wir mal, ob die mitgehen. And he moves on to the attack. It could be decisive. Stopp. Mist, ich bin nicht auf Steuerung. Tisch. Ja, die sitzen alle mit dran. Gucken wir mal, ob wir sie irgendwie kaputt gefahren kriegen. The finish line is getting close. The riders just passed the 5 kilometers road sign. Krieg ich halt bei 75 rot wieder? Sieht ein bisschen so aus, ne? Oh, Elendol übernimmt die Führung und möchte eigentlich noch schneller fahren. Das passt mir eigentlich jetzt gar nicht. Weil dann wird er uns nämlich kaputt fahren, wie es aussieht. Jetzt greift er auch an, oder? Okay, er hat es vielleicht auch nur versucht. Na doch, Elendol möchte angreifen. It's in such percentages that the strongest dreieinhalb can noch. Some gaps. Müssen mit 75 eigentlich gehen. Komm, Stromlinie an. Kotzt den irgendwer schon ab? Boah, das mag ich gar nicht. Wenn ihr noch ein anderer übernimmt, die fahren meistens zu schnell. Ja, macht er auch. So, der ist fertig, aber die Elendol ist auch fertig. So, wie weit ist Bilbao zurück? 2 Minuten und. Hier ist Kemner. Ja, wir kommen anscheinend an denen hier noch ran. Dann drehen wir jetzt mal auf, dann kommen wir an denen nämlich allen vorbei. Fahren hier den zweiten ein und jawohl, Alter, wir haben die Dauphiné gewonnen, Alter. This stage was a real strength. Yes. War doch so, ne? Bargul nochmal kurz checken. Ja, der war weit zurück. Wir haben die Dauphiné gewonnen in unserer ersten Teilnahme. Sehr geil. Das müsste ja aber richtig Punkte vor Manager eigentlich geben. Da hat der mit sich nicht mit gerechnet, dass wir die gewinnen. Ich auch nicht, muss ich echt zugeben. Also, der Anstieg, der hat es wirklich in sich, ne? Also, der geht ja hier echt sehr, sehr brutal hoch. Am Anfang und naja, danach dann orange-gelb, ne? Wenn man dann schon mal im roten Bereich gefahren ist am Anfang, dann ist halt gelb und orange auch ganz, ganz schwer. Oh, hier mit Ausreißversuch, weil Bargul gewonnen. Schweckt die Kamera gleich wieder auf uns. Kriegen wir noch eine bessere? Ja, wir sehen zumindest Bargul hier nochmal im Ziel einfahren. Das haben wir eben ja gerade nicht gesehen, weil wir uns um Bernard kümmern mussten. Hast du schön gemacht. Siegerero. Und Kemner hat hier tatsächlich noch einen dritten gemacht, obwohl der in der Ausreißergruppe war. Könnte durchaus sein, dass er das Bergtrikot gewonnen hat, wa? Und guckt's euch an! Dauphiné für Bernardino. Ja, ein schönes Küsschen. Geiles Ding, Bernard. Das hast du toll gemacht. Zack, Bergrettung. Sind wir immerhin auch noch mal bis auf den zweiten hochgekommen. Also dafür gibt es auch noch mal Punkte. Ja, und hat Arrieta gewonnen. Der ist auch ständig in den Ausreißergruppen gewesen. Sprintertrikot müssten wir eigentlich auch. Zweiten, dritten oder so haben. Jo, dritten. Immerhin. Hat der gute alte Deli gemacht. Ja, ne?
bester Jungprofi Bernardino. Und im Team National Bing und dann Jumbo und wir sind da auf Platz 7. Immerhin. So, jetzt bin ich mal gespannt auf die Punkte. Da muss der Manager doch richtig was rausknallen. Ah, zum einen erstmal 70 Punkte vorab für den ersten Etappensieg in der World Tour. Und ich gehe davon aus, dass wir jetzt Stufe 18 werden. So ist es auch. Sogar gleich mal 40 Punkte. Erfahrener Pro-Cyclist. Alles klar, wir haben auch noch eine Steam-Wertung bekommen. Gleich mal 40 Punkte auch über die Stufe geschossen. Ach nee, wir dürfen uns noch nicht verbessern. Wir dürfen uns erst nächste Stufe verbessern. Also ist es jetzt schon in dem dreifachen Bereich, ne? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ne, bei 16 durften wir uns ja nochmal verbessern. Dann 17 nicht, 18 nicht, ja, dann ist es jetzt schon nur noch alle dreimal verbessern. Ja, schade, ich habe mich schon so gefreut, jetzt wieder mal ein paar Punkte zu vergeben. Fähigkeitenpunkt. Was nehmen wir denn da mal? Ich glaube, ich gönne mir... Nee, ich gönne mir erstmal den nächsten Willenskraftbonus. Vielleicht brauchen wir den ja nochmal. Mehr Punkte brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Ja, komm, wir nehmen hier den Willenskraftbonus erstmal rein. So, und mit dem Sieg der Dauphiné haben wir auch das Ende der Folge erreicht. Da könnt ihr wirklich mal einen Daumen nach oben für da lassen. Und wenn ihr hier Radsport-Action-technisch nichts verpassen wollt, dann würde ich euch ein kostenloses Abo empfehlen. Denkt dran, ab jetzt gibt's Bernardino nicht mehr jeden Tag. Ab morgen gibt es Eddie Merckx für euch jeden Tag. Und Bernardino geht wieder in seinen normalen Turnus zurück. Und bis dahin, bis dann und ciao.